daheim trage ich immer Kleiderschürzen. Ob das Weihnachten ist oder Ostern oder Pfingsten, das ist mir gleich. Wenn ich alle zusammenzähle, habe ich 110 Schürzen. Und sagen wir mal, zu 90% habe ich selber gemacht, die Schürzen. Und 10% sind solche, die habe ich geschenkt gekriegt. Auch in meiner Verwandtschaft, die meisten haben da, die Frauen, Kleiderschürzen getragen. Oder wenn sie mir ein Gewand, ein Kleidlang gehabt haben, dann haben sie Trägerschürzen drüber gehabt. Oder einmal ein halber Schürzel noch drüber, dass die Hände aufwischen haben können. Weil da hat man nicht extra einen Lappen gehabt zum Abwischen. Die ist einfach links und rechts aufgewischt worden. Mir ist ein Kleiderschürzel am Liebern. Da bin ich luftig drin und kann mich bewegen und wissen und zwick nichts links und rechts. Die erste kann ich mich nicht mehr richtig erinnern. Ich war ungefähr 3, höchstens 4 Jahre, wo ich alt war. Wir haben jetzt nur mehr Hühner, sagen wir mal, einen Katz, ein bissige Katz. Die Pflanzen ziehen wir alle selber her. Jetzt habe ich 185 Sorten Äpfel. Freilich kann ich einkaufen, aber ich fahre mit dem Traktor zum Einkaufen. Und habe ich auch Kleiderschürzen an. Immer. Zum Einkaufen habe ich immer Kleiderschürzen an. Gestern bin ich schon um 5:30 aufgestanden. Und danach habe ich mich gewaschen. Da muss der Grund heraus. Da wird man frisch. Das hat nämlich gerade 5 Grad Wärme. Um 8:30 gehen wir dann. Meistens schauen wir mir noch das daheim ist daheim an. Und nachher, wenn keine gescheite Sendung nicht kommt, nachher gehen wir mir um 8:30 schon ins Bett. Hauptsache ich bin gesund und bin geistig noch da und körperlich noch da. Und ich habe meine Sachen, kann meine Arbeit da. Ja, was will ich da mehr? Arm sind nicht die, die wenig haben. Arm sind die, die viel haben, aber nicht zufrieden sind.